Endspurt in der Saison. Aufstieg ist sicher. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld zu verbraten für Spieler. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir das richtig ausgeben. Denn beim Saison, denn in zwei Wochen ist Saisonwechsel. In zwei Wochen bedeutet das dann, dass wir ganz andere Spieler mit ganz anderen Geldern verpflichten könnten als im Augenblick. Dann haben wir viel, viel mehr zur Verfügung als Transferetat und können richtig shoppen gehen. Andererseits, im Augenblick sind halt ein paar Schnäppchen auf dem Markt, die würden wir auch gerne noch mitnehmen. Also Leute, die Spieler, die jetzt wirklich auslaufende Verträge haben, die würden wahrscheinlich auch noch zu Beginn der neuen Saison dastehen. Denn als vertragslose Spieler, dann haben die allerdings, vermute ich mal, aus Erfahrung mit früheren dieser Fußballmanager vom Gerald Köhler auch schlechte Konditions- und frische Werte und man weiß es nicht so richtig. Ne? Wir haben jetzt in der Liste drin von den Leuten, mit denen wir reden, noch einen Ergänzungsspieler für uns, den Leon Bürger. Der macht einen guten Eindruck. Wir können nachher auch noch, wenn der Kader steht für die neue Saison, hingehen und in einzelnen der Spieler eventuell nochmal vor die Tür setzen. Also die abschieben in die zweite Mannschaft. Das ist der Kader für die aktuelle Saison in der ersten Mannschaft. Das ist der für die nächste Saison. Und da sind ein paar Positionen drin. Da können wir nachher noch ein bisschen puzzeln. Vielleicht im defensiven Mittelfeld. Grundsätzlich nach der Stärke vielleicht sortieren und gucken, wer am weitesten unten steht. Und wer zu sehr spezialisiert ist, so jemand wie Torben Hane. Vierer und nur Innenverteidiger und 25 Jahre alt und hat noch keinen dollen Werte. Denn wenn er wahrscheinlich nachher... Wir könnten den auch jetzt schon mal schieben, finde ich, auf die Transferliste. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ihn gleich verkaufen. Denn wir haben ja gerade jemand eingekauft, den Hain, der in der neuen Saison dann auch spielen kann. Rechter Außenverteidiger, DMler, höherer Wert, der kann auch mal innen spielen. Wir haben auch viele Innenverteidiger drin. Da sind noch so Leute drin, ich sortiere nochmal nach der Stärke, wie Jeschke hier zum Beispiel. Der ist ein Fünfer, geht so von den Eigenschaften her, das Kreativitätsmalus müsste nachher ein kleineres sein, aber der wird uns trotzdem, ich glaube, den können wir nicht so richtig mitnehmen in die dritte Liga. Ich glaube, der bleibt in seinem Herzen und von seinem Körper her und seinen Fähigkeiten ein Viertligaspieler. Da können wir auch sagen, vielleicht jetzt mal verkaufen und dann nachher irgendwelche Allrounder dazu holen. Ich würde das echt machen. Für Jeschke. Ab auf die Transferliste. Wir haben viele Leute auf der Transferliste. Es kann sein, dass wir einen besseren Spieler auch eher verkauft bekommen, gleich noch, als einen schlechteren. Und das würde ich auch, wie gesagt, machen hier mit Torben Hane. Dann kaufen wir uns mit dem Geld nachher noch passende weitere Allrounder dazu. Dann hatten wir mit ihm den Vertrag verlängert. War einfach aus Nostalgie. Das ist ein alter Herr hier. Hat auch nur einen Viererwert bekommen, vorher ein Dreier. Er ist 32 Jahre jung, aber irgendwie dachten wir uns, nee, komm, wollen ihn nicht für die Tür setzen, sondern eine Weile für uns spielen. Den können wir aber auch vielleicht in die zweite schicken. Bietet uns, ist auch kaum Geld hier. Der soll bei uns erstmal noch was mittrainieren und dann gucken wir. Auch bei Karl Reinhardt bin ich mir nicht so sicher. Innenverteidiger hat mir hin und wieder eingesetzt, 22 Jahre alt. Immerhin kommt gleich Kopfball dazu, hat eine heftige Schwäche bei der Schusskraft. Das finde ich für einen Innenverteidiger eigentlich egal. Dass er hier Werte hat wie Technik und Ausdauer und Kopfball ist ja auch okay. Also den können wir erstmal lassen. Und alles weitere gucken wir nachher. Aber zwei sind jetzt auf der Transferliste. Finn Jeschke und Torben Hane versuchen wir zu verlieren. Ja? Und dann... Das ist die Mannschaft für die neue Saison dann. Okay, jetzt gucken wir nochmal in unserem Scout-Menü, ob wir dann nochmal einen Allrounder haben, wo wirklich der Vertrag ausläuft, wo wir den haben wollen. Aber da war, glaube ich, das haben wir so oft schon nachgeguckt, da blieb keiner mehr übrig. Wir haben jetzt den einen hier noch drin, den Bürger. Ansonsten wüsste ich nicht mehr, wer das noch sein könnte. Beth Thun, danke dir fürs 6. Abo. Halbes Jahr voll gemacht, danke dir. Liebe Grüße an Beth Thun.
Man kann für mich, wenn man kommt, nicht unbedingt alle Spieler verkauft, Legim, das stimmt. Und für ein paar, das sollte eigentlich klappen, ja. Der Marcel Risse ist leider, den können wir immer noch in der nächsten Saison dann versuchen zu bekommen, aber im Augenblick Spieler, wir haben eben gecheckt, ob man Spieler von der Transferliste bekommen kann, deren Vertrag nicht ausläuft, aber die billig sind, haben festgestellt, dafür reicht es nicht aus bei uns. Da steht uns das Geld nicht zur Verfügung. Das heißt, die einzigen, die für uns noch interessant sind im Augenblick, wären nur noch, wirklich nur noch, die Leute, deren Vertrag jetzt ausläuft. Alles andere ist egal. Stehen zur Verfügung. In einem Alter von 16, sagen wir mal, bis 32. Jetzt sind es noch 155. Maximale Stufe, das können wir vielleicht, 7 können wir vielleicht bezahlen. Vielleicht 8. 8 wären 155, 7 sind 153. Marktwert bis 2,1 Millionen, das ist schon unwahrscheinlich. Sagen wir mal, Marktwert bis 1,5 Millionen sind es 194. Wir lassen es mal bei Deutschland. Das hatten wir eben ja schon mal gecheckt. Dass das im Ausland schwierig ist, weil wir einfach zu wenig wissen. Und dann sind es nur 12. Die 12 hier. Mit ihm haben wir verhandelt. Da will er vereinigt mit uns verhandeln. Der kommt. Und die anderen, die haben entweder miese Werte. Das ist nur ein DMler, der passt nicht unser Profil rein mit einem mehrfach verwendbaren Spieler. Wir können mit ihm mal ein Vorgespräch führen, um rauszukriegen, wenn er jetzt sagen würde, komm, wir wollen unbedingt zu dir kommen, wir kriegen ihn für ein Appel und ein Ei, dann könnten wir darüber nachdenken, aber auch da, ich bin da, eigentlich geht es mir gegen den Strich. Und alle anderen kommen nicht in Frage. Wir wissen zu weh, also die haben nur zwei blaue Eigenschaften zum Beispiel hier. Wenn jemand extrem jung wäre, das könnte man nochmal gucken. Niklas Jeck, Innenverteidiger, links außen, rechts außen, Fünfer Stärke. Jetzt wird spannend. Das wäre eine Option. Der Spieler will weg, der ist billig. Ein Vorgespräch mit Niklas. Also das ist ja interessant. Er ist interessant. Und Jonas Sterner, ZMRMLM, 19 Jahre jung, Eigenschaften völlig unbekannt. 21 Jahre, die Eigenschaften von Niklas sind Kopfball und kurze Pässe für seine Positionen. Hinten überall einsetzbar, top, Singer, Sachen. Also den finde ich spannend. Über den wissen wir kaum was, das ist ein 21er, der Jamie Lohmann. Ausdauer gut und Technik gut, auch nur DMler. Günther Schorn, auch nur DMler. Da sind wir wieder in dem Bereich, den wir eben kennengelernt haben. Das ist alles. Das sind unsere Verträge im Augenblick. Wir könnten mit denen mal ein Vorgespräch führen. Also vor allem mit ihm würde ich gerne mal ein Vorgespräch führen. Wer Pech haben, ist er nur ein Vierer. Aber der ist wie alt? Der ist 19. Der sollte sich noch weiterentwickeln können. Dann haben wir halt einen guten Allrounder für die Bank. Damit machen wir nichts falsch. Vertrag läuft aus, das sollten wir machen. Scouten klappt nicht mehr so schnell, Markel. Das in der kurzen Zeit. Wir können ihn zum Scouten einstellen, aber was wird da passieren, ne? Wir machen gleich ein Vertragsgespräch mit Jeck. Louis Samson, warten wir mal ab. Okay, dann schauen wir noch mal
Ob die Fans zufrieden sind, geht so. Unsere Gesundheitswerte verbessern sich übrigens auf dramatische Weise im Augenblick. Einmal abspeichern. Und eins weiter. Sommerfest ist gut. Ein Sommerfest für alle. Danach noch ein bisschen Sport machen, oh Gott. Alkoholrausch schwitzen dann lieber freitags. Samstags. Sommerfest am Samstag. Wie jemand im Schreit macht jetzt Sommer. Team Sommer. Wo ist der Sommer, den du verkauft hast, WB? Das ist nur ein Sommerfest. Das ist kein Sommer. Chatfreund, ihr seid alle eingeladen zum Sommerfest. Alle herzlich eingeladen. Echt. Würde mich total freuen. Wir werden auch großzügig sein. Alle, die kommen, werden reichhaltig bewirtet mit Kuchen, mit Salaten, mit Alkoholika, mit Wasser. Alle, die kommen. Und die Karten sind auch ermäßigt. Also die 120-Euro-Tickets haben 5% Rabatt für jeden, der im Twitch-Chat unterwegs ist. Extra für euch. Ein dicker Rabatt. Glückwunsch an... Bedankt euch nicht. Alles für einen guten Zweck. Wir wollen... Ihr seid ja... Wir lieben euch ja. Und mit dem Rest stecken wir natürlich zu 100%. Zu 100% in die Jugendarbeit. Müsst ihr euch keinen, also alles, was dabei gewonnen wird, zu 100% rein in die Jugendarbeit. Dafür werden dann die Schlafplätze finanziert. Der Jugendspieler, die in der Sommerpause meine Trainervilla renovieren. Ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Alles für einen guten Zweck. Trainingsplanung. Ist überhaupt noch irgendjemand da? Ja, alle sind da. Alles gut. Und eins weiter. Konter. Ganz mieser Konter. Konter trainiert man mit... Das war irgendwie Umschaltspiel, glaube ich. Ja. Rest passt. Und eins weiter. Meine Güte, es freut mich wirklich, Sie wiederzusehen. Aber wir vermengen besser nichts Privates mit dem Geschäft. Höchstens umgekehrt, ja? Spielerberater, leider. Spielerberater von Leon Bürger. Aber wir sollten ihn, er will unbedingt zu uns hinkommen. Das kann selbst er, kann uns das, kann es da keine Falle stellen. Berater verteuerte Dingkauf. Spieler will in die erste Mannschaft, soll er auch. Laufzeit 21 Jahre jung bis 25, ein 4-Jahres-Vertrag. Wir wollen es nicht übertreiben. Erstmal gucken, ob der wirklich so gut ist, oder? 170.000 Handgeld. Ja, träum weiter. Runter, ganz weit runter. Budget, damit wir uns den nächsten noch holen können. Oh Gott. Das wird knifflig. 92,9. Lass mal 3 Punkte übrig. Er will unbedingt kommen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Vertragslaufzeit 1 runter. 21 Jahre jung. ZMOMLAS. Wenn wir Pech haben, ist er ein 4er. Verlängern können wir immer noch. Das wäre ein 3-Jahres-Vertrag. Handgeld von 85.000. Im Augenblick hat er ein Grundgehalt. Schaut mal, das steht hinter mir. Ein Grundgehalt von 590.000 ist im Augenblick sein Grundgehalt. Da ist er bereit runterzugehen, weil er unbedingt zu uns kommen will, auf 170.000. Die 85.000 reden wir ihm ein. Zu teuer, lieber Laien. Das findet ihr teuer? Wenn jemand das halbe Gehalt plötzlich bekommt? Es ist ein bisschen viel Geld, aber das könnte auch bedeuten, dass er möglicherweise auch eine höhere Stufe ist. Weil die Stufe heißt ja ungefähr 5. Es könnte auch sein, dass er ein 6er ist. Das ist der Berater, der will so viel. Option für einen ginge, aber ich will lieber das Budget runtertreiben. Wenn er sich bei uns wohlfühlt, wird er auch Verhandlungen machen später. Wir machen mal so. Was Sie nicht kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Kann ich doch so einen Kaffee haben? Gut geklappt. Wir haben noch 3 Verhandlungsrunden und können jetzt nochmal
runtergehen und könnten uns jetzt die Option holen und das Handgeld nochmal reduzieren. Ja, heute ist anscheinend Ausdauer gefragt. Alles wird angenommen. Das ist okay, mehr können wir auch nicht fordern. Alle Verhandlungspunkte ausgegeben, zwei Runden bleiben übrig, wird so unterschrieben und wir haben noch so ein Restbudget für den letzten Spieler, mit dem wir noch verhandeln werden. Sehr cool, machen wir. Leon Bürger kommt zu uns. Leon. ZMler, OMler und LAS. Zentrales Mittelfeld, offensiver Mittelfeldspieler und links außen. Und er für die Bank. Unsere erste Neuverpflichtung für die erste Mannschaft, aber für die Bank. Vielseitig einsetzbar. Formbar noch, aus dem können wir noch irgendwas machen. Nämlich einen guten Reservespieler. Ja, da machen wir auch nichts mit falsch. Alles zauberhaft. Und kommt mal kurz auf mein Zettelchen drauf. 21 Jahre alt und eventuell ein Fünfer für die Bank. Ein geborener Anführer steht dort. Ja, das war ein Wort. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. So, man kann. Haben die uns gerade veräppelt? Hat er uns habt ihr es gehört? Habt ihr den Tonfall gehört? Verspottet er uns? Haben wir dem zu viel Geld in seinen Rachen geworfen? Das klingt echt so, als würde der Spielerberater uns veräppeln. Es gibt mir ein bisschen zu denken. Gespräch mit Niklas Jeck. Er will auch unbedingt kommen. Und das ist der Jeck, den wir vielseitig innen drin verwenden können. Der nicht so cool. Den würden wir auch verpflichten für die Bank. Saisonende bald. Achtelfinale der Europameisterschaft. Deutschland in der Verlängerung gegen Griechenland. So. Und viele andere Ergebnisse. Louis Samson will auch unbedingt kommen. Sehr, und da hatten wir geschwankt, weil wir den nur für das defensive Mittelfeld bekommen würden. Sehr interessant. Mit immer mal gleichem Gespräch. Immerhin kein Spielerberater. Top. Ein Fünfer, sehr jung, unglaublich vielseitig verwendbar in der Defensive. Hilft uns bei unserem Ballbesitzfußball, weil er cool, gute, kurze Pässe kicken kann. Ist zwar nicht zweikampfstark, aber kopfballstark und hat irgendeine negative Eigenschaft, die wir noch nicht kennen. Aber bis 24? Das wäre ein Dreijahresvertrag. Mit Option. Ganz viel Handgeld bitte runter. Budgetbelastung, da könnten wir uns eventuell mal einen holen, ne? Einmal verhandeln. Es klappt. Vertragsdauer akzeptiert. Option akzeptiert. Handgeld. Nochmal. Pokern bitte. Ja, nochmal. 75.000. Ich würde das Budget hier gerne runterbringen, damit wir eventuell noch einen kaufen können. Jetzt hat er in allem zugestimmt. Jetzt könnten wir nochmal runtergehen, aber das wäre riskant. Ich würde es so machen, dann könnten wir mit 181.000 noch Minimum einen holen. Minimum einen können wir noch holen. Warum ich mich sträube, die Spieler günstig und langfristig zu binden, weil ich nicht genau weiß, was aus dem noch wird. Weil der hilft uns jetzt, der hilft uns auf jeden Fall ein, zwei Saisons. Auf Dauer weiß ich nicht. Wir wissen nicht genug über ihn, wir wissen nicht, wie schnell wir aufsteigen, wissen nicht, wer sich entwickelt, ob er Charakterschwächen entwickelt, ob er dauerhaft länger verletzt ist. Wir haben oft erlebt, dass Spieler unfassbar lange bei uns bleiben und nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden, Gehalt bekommen für nichts, weil ob wir die mit der zweiten Mannschaft spielen oder nicht, das generiert uns ja keine nennenswerten Einnahmen. Ne? Insofern, das ist okay. Also 3 Jahre ist überschaubar und wenn er gut einschlägt, können wir immer noch mit ihm verlängern. Das ist ein bisschen Risikominimierung, das ist so eine Abwägung.
Verkaufen können wir ihn immer. Wir können ihn auf die Transferliste setzen. Aber guck mal, wie viele Leute wir auf der Transferliste im Augenblick haben. Haufenweise. Ich schätze so über den Daumen ein Dutzend Leute. Seit einem halben Jahr oder noch länger. Und ein paar davon werden gleich noch über die Ladentheke gehen. Aber ja. Jakleo schreibt auch im Chat, man bekommt die Spieler, die nicht viel spielen, auch nicht gut weg. Genau. Also das unterschreiben wir. Niklas Jeck kommt zu uns, kommt auf mein Zettelchen drauf, mit dem ich arbeite, und das mir immer auch hilft, bei den, wenn ich euch die Spiele kommentiere. Da gucke ich dann nämlich immer unauffällig drauf und ist wiederum ein, damit haben wir einen coolen Spieler, coolen jungen Ergänzungsspieler für die Bank, für alle möglichen Positionen. Der kann alle Positionen hinten spielen. Innen, Innenverteidigung, links Außenverteidiger, rechts Außenverteidiger. Alles kann er spielen. Grundstärke mutmaßlich von 5. Alter 19. Und Vertrag bis 2024. Danke an Mima Molle. Liebe Grüße an Mima. Mima Molle. Danke fürs allererste Abo hier. Herzlich willkommen in der WB-Community. Bitte mal alle Mima Molle ganz freundlich Hallihallo sagen. Danke fürs Vertrauen. Einmal unterschreiben. Leroy Quatmum, das ist der, der uns am Schluss noch mit einer roten Karte genervt hatte, hat jetzt was gelernt? Das Aufbauspielen. Das ist cool. Jetzt können wir von ihm wegtrainieren, dass er die Manndeckung nicht kann. Das ist mir sowas von egal. Wir arbeiten bislang gar nicht mit Manndeckung, weil wir keine vierer Abwehrkette haben. Weil wenn wir einen gegnerischen Spieler in Manndeckung nehmen, dann nehmen wir einen von unseren Verteidigern komplett raus. Weil wenn wir in der Dreierkette arbeiten, macht das in der Regel keinen Sinn. Es gibt wenige Situationen, wo das Sinn machen könnte, sagen wir mal kurz vor Schluss, wenn wir den zusätzlichen Innenverteidiger reinnehmen. Das haben wir ja manchmal gemacht. Dann könnte man einen gegen einen überstarken Stürmer auf der Gegenseite einsetzen, gezielt für Manndeckung. Das wird in den oberen Ligern ein Thema sein, im Augenblick aber nicht. Das Einzige, was wir eben überhaupt geben können, ist Manndeckung. Was anderes geht gar nicht. Wir haben gar keine Möglichkeit, uns was anderes auszusuchen. Letzte Woche. Viertelfinale Europameisterschaft. Italien schlägt Deutschland. Kein Kommentar. Trainingsfortschritt erheblich. Sehr schön. Finn Jeschke wird näher nochmal besser und den haben wir gerade auf die Transferliste gesetzt. Frische Werte gehen. Kondition ist auch okay. So. Einmal gucken gehen. Letzte Woche. Letzte Woche vor dem Saisonwechsel. Gleich sind wir in der dritten Liga. Letzte Entscheidung in der letzten Woche. Es ist ein glühender Sommer im Juni 2021. Schaut mal, was da steht. Jetzt mal ohne Scheiß. Schaut mal, welches Datum da steht. 21. Juni. In dem Augenblick, wo wir das gerade hier auf Twitch machen, wo es auf YouTube aufgezeichnet wird, 20. Juni. Das ist der erste Tag in der Zukunft. Bislang hatten wir in der Vergangenheit gespielt. Hatten begonnen im Sommer 2020. Das ist endlich Zukunft hier. Science-Fiction-Spiel ab jetzt. Bislang war es mehr so ein historisches Manager-Spiel über die Vergangenheit der Ligen und jetzt Sci-Fi. Im Ernst. Einen wollten wir uns noch holen. Den Jack hatten wir gerade geholt, ne? Den hatten wir uns gerade geholt. Ich habe mal alles bei dem aufgeschrieben, nur seinen Namen nicht. Fragt bitte nicht nach. Das ist Niklas. Und dann hatten wir noch festgestellt, dass er auch gerne zu uns kommen würde. Den Bürger haben wir auch verpflichtet. Louis Samson. Also wir sind nicht doof aufgestellt, ne? Das Einzige, was mich stört an dem, ist, dass er halt nur defensiv kann.
Ja, und er ist nicht der allerjüngste 25, aber wir bekommen ihn quasi hinterhergeschmissen. Will unbedingt zu uns kommen. Hat auch Eigenschaften, die okay sind. Für einen defensiven Mittelfeldspieler lange Pässe, gut für unseren Ballbesitzfußball. Ballbehauptung, Aufbauspiel. Für unseren Ballbesitzfußball, den wir taktisch pflegen, bestens geeignet. Aber nicht Allrounder. Den kann man auch woanders einsetzen, aber dann ist halt der starke Abzug noch ein etwas größerer als woanders. Ich vermute mal, dass dann, wenn wir den immer wieder woanders einsetzen, dass er dann auch eine Nebenposition lernt einfach. So ist das ja normalerweise bei diesen Fußballmanagern. Es ist eine Überlegung wert. Wir haben ja noch einen geringfügigen Etat. Wir kriegen ihn jetzt geschenkt. Ist ein 6er, 5. Was meint ihr? Holen oder nicht holen? Chat auf Twitch. Holen oder nicht holen? Das ist das letzte Geld, was wir jetzt ausgeben. Das allerletzte Geld. Wir haben 54.000, 94.000, die wir jetzt noch ausgeben können. Schnäppchen. Mich hat er nicht überzeugt. Nicht holen, holen, nicht holen. Nein, WB, nein. Ich habe nur 94.000, genau. Aber das ist ja machbar. Das müsste eigentlich klappen. Das ist ja nur Handgeld und ein bisschen. Bleib doch beim Jeschke. Wie bin ich doch verkauft? Du bist echt ein anhänglich. Lieber Grumpy Old Farts. Halbe, halbe. Ich mache mal eine Abstimmung auf Twitch. Klar, nee, das müsst ihr auch so machen. Das stimmt. Guter Hinweis von Mafia Alex im Chat. Mafia Alex im Chat. Ein Feature, den Jahresgewinn, den wir haben, davon müssen wir nachher 20% Steuern zahlen. Alles und wir werden einen Jahresgewinn haben von 4,1 Millionen. Weil das Präsidium uns das nicht jetzt gibt als Budget, wenn wir 20% über 800.000 Euro verlieren. Damit arbeitet das Spiel im Hintergrund. 20%. 800.000 für nichts weg. Für nichts. Macht hin. Die Alternativen auf dem defensiven Mittelfeld. Der hat die gerade gefragt. Jeschke, den haben wir gerade. Der ist auch ein Fünfer. Den haben wir gerade auf die Transferliste gestellt. Der verliert seinen Kreativitätsbonus. Er bleibt technisch schwach. Er bleibt immer noch unkreativ, nur etwas weniger unkreativ. Stellungsspiel gut, Einwürfe gut. Nur der Emner, 21 Jahre jung, 25er Wert. Ist entwicklungsfähig, aber ist oft eingesetzt worden. Hat konstant gute Form gehabt. Chippy, mach mal eine Abstimmung. Den Jugendkoordinator haben wir schon in guten Entorus, guck mal. Hier, einen ganz super guten. Der ist auf Stufe 9. Heinkan DM. Welcher Hein? Achso, den wir geholt haben, ne? Ja, der kann DM in Nebenposition, der ist 31. Wir warten mal ab. Also wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ist ja noch eine Woche. Der wird wird wahrscheinlich jetzt keinen Käufer finden. Wird nach dem Saisonwechsel vertragslos sein. Und dann können wir den immer noch holen. Vorgespräch können wir auch nochmal führen. Ja? Umfrage läuft im Chat. Ich werfe mal einen Blick schnell drauf. Ich spiele gerne mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Netz ab, ganz genau. Oh! Dreiviertel mehr hat dafür, ihn unbedingt zu holen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Echt? Ihr wollt ihn holen? Das heißt, diejenigen, die nicht holen wollen, die haben nur eben mehr geschrieben. Abstimmung kann man oben machen im Twitch-Chat, in dem, da wo ihr reinschreibt, da oben ist so ein Ausklappmenü, da läuft die Abstimmung, aber nicht mehr lange. In der dritten Liga will er mehr Gehalt haben. Das stimmt, Very Last Stand. Jetzt bekämen wir ihn billiger. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Kann man U19-Spieler für die Jugend verpflichten? Du meinst direkt für die Jugendmannschaft? Das weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert.
Steuerargument war überzeugend. Also, Abstimmung fast vorbei. Mehrheit verändert sich ein bisschen. Immer noch eine knappe Zweidrittelmehrheit dafür, ihn zu holen. Salamander erinnert sich an seine Interneterfahrung, meint, ist doch immer so. Überall im Internet, die Lauten sind die Mehrheit. Wenn du das sagst, hast du mir laut genug zugerufen. Oh. Gute Frage von Max Schmisch. Seit wann lassen Diktatoren abstimmen? Ab mit dir! Du kommst in den Twitch-Chat-Knast. Naja, seid euch nicht einig, aber... Hat irgendeine Schwäche, die wir nicht kennen. Also im neuen Kader haben wir einen defensiven Mittelfeldspieler, den Hain, 31 Jahre alt, ein Sechser. In Nebenposition, den werden wir aber in der Regel einsetzen als rechten Außenverteidiger, vermute ich mal. Dann haben wir drin den Hug, unser, der so torreich gespielt hat, der ist 25 Jahre alt. Eine Stütze unserer Mannschaft, der hat nur eine 5er Stärke, der Hain eine 6er Stärke. Den Jeschke wollen wir loswerden, den habe ich euch eben gezeigt, der hat eine 5er Stärke, ist 20 Jahre alt, hat aber keine guten individuellen Fähigkeiten. Dann haben wir noch den Scheilan, der kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, den setzen wir eher allerdings vorne ein. Der ist 35 und wird nur noch ein Jahr lang bei uns sein. Dann haben wir noch Dahl, der spielt auch oft im defensiven Mittelfeld. Der ist 21 Jahre alt, 6er Fähigkeit und hat sehr gute Skills. Und diverse andere Leute können wir auch noch im Mittelfeld als DMler einsetzen und her schieben. Also es war zwar eine knappe Mehrheit dafür, aber ich bin nicht letztlich auch nicht doll ganz überzeugt. Wir machen einfach weiter und erleben gemeinsam die neue Saison, Leute. Rein in die neue Saison. Wollen wir noch jemand in die zweite Liga schieben? Ich denke nicht. In die zweite Mannschaft schieben? Machen wir nicht. Wo stehen wir persönlich? Gestresst etwas besser. Könnte uns noch einen Weiterbildungspunkt holen oder hier einfach gucken, dass wir noch ein bisschen gesünder sind. Gibt es noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ich glaube nicht. Mannschaft mag uns. Ein letztes Mal abspeichern. Letztes Abspeichern für diese Saison. Jetzt geht's in die dritte Liga. Aufstieg. Letztes Training. Allerletztes Training. Wenn, falls die überhaupt noch da sind. Aber sieht's ja so aus, ne? Sommerurlaub ist nix. Ja, vielleicht wenn die im 1.8. erst wieder kommen. Mal gucken. Das bleibt wieder so. Absatzfalle ist kein Muss. Umschaltspiel. Wegen Konter. Nochmal die individuellen Fähigkeiten. Oh Gott, den habe ich auf die Transferliste gesetzt. Jetzt ist er endlich nicht mehr so super kreativ schwach, sondern nur noch kreativ schwach. Glückwunsch. Wir können ihm gleich auch noch die letzte Kreativschwäche austreiben oder wir können ihm sagen, mach mal deine Technikschwäche weg. Kann man beides machen. Oh Gott, er ist echt ein... Oder... Ach komm, kein Kommentar. Wir steigen mal um auf Technik. Schönes Sommerfest für alle Mitarbeiter. Ein paar Spieler sind auch da. Gelungene Veranstaltung. Prost! Karl Reinhardt. Kopfball. Kann jetzt Kopfball. Hatten wir den nicht auch eben verschoben auf Transferliste und Co.? Ich befürchte ja. Schusskraft, Ausdauer, Kopfballtechnik. Sehr fein. Dass die Schusskraft schwach ist, ist mir gleich. Kurze Pässe, Übersicht, Stellungsspiel. Stellungsspiele braucht man immer. Philipp Winke, ausdauerstark,
Rechter Außenverteidiger ist unser Standardspezialist. Schnell, Dribbling, Elfmeter, Schusstechnik. Er hat schon Schusskraft. Wenn wir ihm jetzt noch Schusstechnik geben. Elfmeterstärke ist immer gut. Dribbling ist außen natürlich wichtig. Wir arbeiten immer nicht viel mit Dribblings. Schnelligkeit hilft auch immer. Kann man alles begründen. Also Ballbesitzfußball arbeitet bei uns ja weniger mit Dribblings, ne? Richtiger Hinweis im Chat gerade von Ligim. WB, da schießt er all die Freistöße bei dir. Ja, dann gehen wir eben zusätzlich zu Schusskraft nach Schusstechnik, ne? Halbfinale, Euro. Ukraine setzt sich gegen Deutschland Bezwinger Italien durch. In diesem Raum zahlt Continuum und Spanien haut Schweden weg. Philipp Winkel kommt etwas später. Der alte Müsli-Fuchs. Links außen Faller. Was hat er gelernt? Antritt. Schön. Was lernt er jetzt? Ballgewinne könnte er verdoppeln. Schusskraft, Technik. Da kann man alles begründen. Also er ist ja wirklich nur links außen und manchmal weicht er aus ins linke Mittelfeld. Machen wir mal Technik. Torwart, Trainingsverletzung, Adduktorenzerrung. Das ist der Ersatz-Torhüter. Spanien gewinnt die Europameisterschaft. EM-Sieger Spanien. Irgendwann tritt mal unser Safran Gavriljuk auch für die Ukraine an. Bin ich mir ganz sicher. Kürze wird Kämmerer. Der Oldie, die sich auch nochmal verbessert haben. Gute Werte aller Orten, alles prima. Karl Reinhardt, Innenverteidiger. Ist auch nicht unbedingt der Kandidat für die erste Mannschaft mittlerweile mehr. Hat Fortschritte bei der Fähigkeit Übersicht gemacht. Im Augenblick lernt er Stellungsspiel. Ist etwas besser bei der Übersicht als beim Stellungsspiel. Dann machen wir das. Wobei ich mich frage, was ist denn der Unterschied zwischen Übersicht und Stellungsspiel? Also Stellungsspiel, das ist... Übersicht ist, wenn man passt, und Stellungsspiel ist bei der Verteidigung, ne? Wohl Stellungsspiel ist auch, dass man den Ball bekommt. Ich glaube, Übersicht ist, man gibt den Ball weg. Und Stellungsspiel ist immer dann, wenn man den Ball zu sich hinhaben will. Egal, ob jetzt ein Gegenspieler zu einem hinkommt und man den halt stoppt. Oder ob man den Raum zustellt und Übersicht ist, wenn man halt wirklich die Bälle weggibt, ne? Naja. Übersicht mit Ball, Stellungsspiel ohne Ball, meint Jakleo. Das könnte sein, ja. So. Matiuk, einer unserer gewaltigsten Torschützen, kann die Einwürfe cool machen, ja, und... Er soll weiter Technik machen, bitte. Da ist er viel weiter. Wochenstart. Welche Saison? Wo sind wir? Was ist los? Sind wir eine Saison weiter? Teamwert 13 Millionen. Immer noch in der vierten Liga, Leute. Immer noch in der vierten Liga. Das ist die letzte Woche. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das ist die letzte Woche. 28. Juni. Immer noch nicht angekommen hier. Was sagen die Fans? Alle zufrieden. Spieler können nicht geschickt werden. Wenn die Spieler nicht geschickt werden können, entweder weil der Balken voll ist oder weil die nicht mehr trainieren und im Urlaub sind, aber sie trainieren ja doch, naja. Wir könnten auf den letzten Drücker nochmal einen Jungspieler hochziehen. Hier den zum Beispiel. Der ist danach weg, Lian Lukic. Hängende Spitze, sehr jung, zweite Mannschaft, könnte man den verpflichten.
Lian Hartung. Nicht der Schnellste. Also er ist der Einzige, der mit viel Fantasie in Frage kommt. Hängende Spitze und Position drumherum, 19 Jahre alt, aber das wäre echt nur für die zweite Mannschaft und hoffen, dass was aus ihm wird, das ich finde eher nicht. So. Leute, eins weiter. Eins weiter. Letztes Training. Aller letztes Training in dieser Saison. Definitiv. Hundertprozentig. Allerletztes Training. Neue Saison kommt jetzt. Dritte Liga. Wie stark werden wir dastehen? Müssen wir um den Abstieg kämpfen? Dürfen wir um den Aufstieg kämpfen? Wie gut schlagen unsere Spieler ein? Werden sie abgewertet? Werden sie aufgewertet? Wie viel Geld stellt uns das Präsidium zur Verfügung? Wie gut trainiert sind wir? Wie kommen die Leute aus der Pause zurück? Schaffen wir das? Halten wir den Laden zusammen? Haben wir vielleicht auch mal eine Pechpleite? Eine Pechreihe? Oder können wir durchmarschieren? Ich weiß es nicht.